frisch auf bei Potananda. Wir sind unterwegs in Mülheim am Auberg. 20 Minuten von Essen-Rüttenscheid weg. Laufen wir hier in der Nähe des Wambachtales entlang und weit der Ruhrtalbrücke auf einem sehr schönen kleinen Berg, möchte ich sagen, und genießen hier diese fantastische Aussicht. Kannte ich vorher auch noch nicht, sind aber viele Leute wirklich unterwegs. Und ja, wir laufen auf jeden Fall eine kurze Runde am Sonntagnachmittag bei allerbestem Wetter. Kommt ein Stückchen mit. Auch hier ist es wunderbar grün. Wenige Autominuten von der Großstadt weg. Wieder mal in einem kleinen Idyll mit ganz viel Natur. Faszinierend, wie immer. Manchmal ist das hier steil. Wo kommt das denn her? Mensch, auf Reiterwegen laufen wir hier auf den Ruhrhöhen entlang. Man hört da unten im Tal die Motorräder und werden gleich die Mintarder Brücke, die Ruhrtalbrücke, erreicht haben und machen da wieder kehrt. Da ist der Scheitelpunkt. Aber das ist schön, wenn man weiß, dass man da unten mal mit dem Fahrrad lang gefahren ist und sich hier oben jetzt per Pedes bewegt. Das ist herrlich, das ist eine ganz neue, ganz andere Perspektive. Wieder was Neues entdeckt. Aber ja, die Tour, ja, das war wieder so ein Zufallsfund. Ja, einfach mal ein Buch aufgeschlagen, geblättert, Finger drauf gezeigt, Stopp. Und das haben wir gemacht heute. Und da sind wir jetzt unmittelbar unter der Ruhrtalbrücke, ja, an einem, was ist das, Bein, Pfosten, Poller, also hier so eine Stütze, ne? Das scheint eine ausgewiesene Mountainbike-Strecke zu sein, ja, dran vorbeigefahren, klar, drüber drauf, weg und hin und her, aber noch nicht hier unmittelbar, nicht schlecht. Ja, guck mal, doch schon mal hier gewesen. Klare Sache, der Ruhrtalradweg führt ja genau hier dran vorbei. Und hier auf einem kleinen Rundweg, auch von Essen über Mülheim wieder zurück nach Essen. Klar, fährst hier auch lang, aber wusste ich irgendwie bis dato gar nicht, dass das hier der Auberg ist. Das kannst du mal sehen. Ansonsten ist das hier auch Georoute Ruhr. Ja, ein paar Schautafeln, kannst du was erfahren.
hier angekommen sind wir. Nette kleine Runde war es. Wie lange? Anderthalb Stunde. Bisschen über 6 Kilometer. Ja, eine Mischung aus Wander- und Reitwegen. Jede Menge Mountainbiker. Ja, nette, schöne, kleine, spontane Sonntagnachmittags-Spazierrunde auf dem Auburg. Auberg. Auberg. Boah, ich kann jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt auch Hunger. Mhm. So, ab nach Hause. War schön. Ansonsten, ja, Mintarder Brücke. Imposant, auch mal aus einer anderen Perspektive, außer der des Autofahrers zu sehen. Ja, kann ich nur empfehlen. Also, worauf wartet er? Auf geht's. Thank you.